Ei, Lokos! Ja, der Bart ist weg. Und ich will auch keinen Kommentar dazu sehen. Außer diesen positiv. Ich fühle mich wohl ohne Bart. Also scheiß nicht rein in den Kommentaren. Momentan muss ich Quarantäne machen, weil meine kleine Schwester Corona hat. Das heißt, ich sitze hier 10 Tage fest. Ja, ihr könnt mir auf Twitch folgen. Ich werde jetzt wahrscheinlich oft online sein. Wir werden uns heute wieder eure Fails, Packs, Rewards und so weiter ansehen. Wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt, schickt's an diese Mail. Wir starten das Video direkt mit einem Tor und einem Scorpion Kick von Mané anscheinend. Scorpion Kicks sind irgendwie beliebt dieses Jahr. Wir kriegen immer 20 Stück eingesendet. Okay, lass mich mein Genick brechen. Wie soll ich das erkennen, Mann? Icon! 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 Wer ist das? Icon, nein! Icon, oh, Riquelme! Mann, der sollte in meinen Pack sein und nicht in sein. Keiner würde sich über Riquelme mehr freuen als ich. Für die meisten ist er einfach nutzlos. Für mich ein Argentino. Ich würde ihn direkt spielen. Ich kann Icon so gemacht. Was ist mit seiner Stimme, Digga? Bro, also ich bin heute schon mit einer Scheißstimme aufgewacht. Wacht und meine Stimme ist komplett weg. Egal, der Scheiße, aber trotzdem muss er... Egal, der Scheiße. Wieder irgendein Schweizer oder Österreicher. Er ist on trade, den kannst du nicht verkaufen. Das ist schon mal so machen. Ich bin jetzt da. Bitte nicht schon wieder so ein Edit. Und dann noch mit Maleks Musik. Oh, ihr macht meinen Kopf kaputt. Ihr macht meinen Kopf kaputt. Das Kind wollte mich überfallen, okay? Bro, ey, chill mal. Bro, ich hab kein Geld dabei. Warte, ich ruf meine Gang. Ich ruf Fortnite-Gang an. Ich werd überfallen, Ammo. Hol Fortnite-Gang. Was für Fortnite-Gang? Warum sind wir eigentlich gerade in GTA drinne? Ey, knallt den ab, Digga. Was macht ihr da? Knallt den ab, Digga. Ja. Mit so Pferdemasken. Deswegen Fortnite? Hat man in Fortnite Pferdemasken auf oder was? War jetzt nicht so lustig. Oh, Digga, das ist ja mehr ein TikTok-Reaction-Ding. Bro, wir sind von FIFA auf GTA auf Stell dir vor, du beleidigst ein. Ein was? Stell dir vor, du beleidigst ein halb Albaner, halb drei Viertel Grieche, ein Viertel Jamaikaner und drei Viertel Afghaner. Ja. Jetzt zitterst du. Zitter nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor, Sleesnack. Sleesnack? Digga, ist es eine Beleidigung oder ist was auf Albanisch? Sleesnack? Ich hab's noch nie gehört. Es hat sich so angehört wie eine Beleidigung für mich. Junge, Fortnite, mach deinen Scheiß! Drecks, Kaninen raus! Guck mal, wie so viel Fortnite drinne! Ich will ein FIFA-Video machen! Mach du dein scheiß Video raus! Wie soll ich ruhig bleiben, wenn ich sage, schick mir eure FIFA-Packs, Fails, Rages und so weiter? Dann will ich doch nicht sowas haben! Also wir bekommen so ca. 6.000 Likes. Wenn das Video 10.000 Likes bekommt, dann mache ich einen Reddit auf und dann könnt ihr jede Scheiße schicken. Aber hier will ich auf FIFA reagieren! Okay, weiter geht's. Leute... Wieder Fortnite. Gut! Ich downloade mir gerade... Cheats, Aimbot hier. Boom. Okay. Wow! Kranke Grafik. Wow, wow, wow. Gib ihm einfach das Tor der Woche für diese kranke Grafik. Mann. Ihr wollt, dass ich es mir angucke, ne? Ihr wollt, dass ich es mir angucke. Something bad is about to happen to me. Es tut mir nichts mehr im Herz weh, Jungs. Ich habe einen TikTok-Account und wenn ich mal gucke, wobei ich erwähnt werde, ist es nur Götze, Argentinien-Niederlage, nur sowas. Ich bin kurz davor, den Account zu löschen oder nie wieder drauf zu gehen. Okay, jetzt haben wir wieder ein Tor drin. Ist es das Terror-Tor der Woche? Scorpion-Vorlage und dann Fallrückzieher-Tor? Oh! 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 Oh, shit! Das ist gerade Platz 1, auch wenn die Grafik wieder dünnsches ist. Okay, direkt den nächsten. Auch wieder Scorpion-Vorlage. Was geht bei euch ab? Aber das davor war klar besser mit einem Fallrückzieher direkt darauf. Oh! Ich habe ehrlich schon Kopfschmerzen. Ich habe wirklich, boah, dicke Kopfschmerzen. Das überspringen wir, das macht mein Kopf nicht mit. Okay, schönes Bild von mir geschickt, warum nicht? Oh, was ist mit der Grafik? Soll ich was erkennen? Oh! Oh, oh, er hat es wirklich so gemacht, ne? Er hat es wirklich so gemacht. Von der Mittellinie geschossen. Wäre das in guter Grafik, würde das vielleicht das Tor der Woche werden. Ist es aber nicht. Okay, Ecke auf den zweiten Pfosten und ein Seitfallzieher. Das erinnert mich an die Arjen-Robben-Zeit. Das war ein komplettes Arjen-Robben-Tor. Aus dem Bilderbuch. Oh, sick. Paul, Fragezeichen. Digga, das war kein Foul, das war schwere Körperverletzung. Dieses Spiel ist ein E-Sport. Junge. Oreo mit einer Gurke, was wird mir hier geschickt? Ich versuch's einfach schnell zu vergessen. Elfmeter. Normaler Safe. Ach, es geht noch weiter. Okay. Ah, das ist hier. Nee.
Das ist doch hier dieses Ding hier. Wie heißt das? Überraschungsball. Ja, das war Überraschungsball. Klar passieren da Bugs. Wisst ihr, wie ich meine? Das hast du aber auch verdient, wenn du den Trainer anhast. Wer spielt mit einem Trainer? Wer spielt mit einem aktivierten Trainer in FIFA? Der aktiviert einfach deinen Trainer, dann passiert sowas auch nicht. Oh! Ich habe schon gemerkt, was da kommt, als er den so hochgelüpft hat. Aber wir hatten bessere Tore. Wir hatten dieses Mal bessere Tore. Platz 3, Bronzemedaille bekommst du trotzdem. Life is life. Einfach mal kurz die Zeit mit Maradona genossen. Jungs, Wallabilla hat mich gezogen. Wallabilla hat mich gezogen. Was geht bei ihm? Da kommen nicht mal mehr vernünftige Worte raus. Er war noch nie so glücklich, dieser Mann. Er war noch nie in seinem Leben so glücklich wie in diesem Moment. Okay, wir haben hier eine Karte von mir. Aber da stimmt direkt was nicht. Ich war nie Stürmer. Ich war immer Sechser. Die Werte stimmen aber eigentlich. Also die Werte würde ich so unterschreiben. Ehrlich, das könnte ich sein. Wäre ich gut gewesen. Ja, schwacher Ball hier. Nicht von dort. Oh ja, wenn er von dort ein Tor schießt. Okay, er ist noch ein Stück vorgegangen, aber das ist auch beeindruckend. Mit Teuger. Wer? Wer? Teuger? Lass ich mal kurz gucken, wer dieser Teuger ist. Ihn gibt es nicht mal. Oh nein, wieder ein gefährliches Handyvideo. 1 Million Coins. Komm, jetzt kommt die Wahrheit. Jetzt kommt die Wahrheit, warte. Scheiß mal auf den Sohn hier. Okay, waren die nicht gerade mal 12 oder so? Ey, besser als Fortnite zu spielen, Jungs. Aber benutzt vernünftige Wörter. Oh nein, nein, scheiß auf diese Videos, scheiß auf diese Art von Videos. Nein, ich geb mir das nicht. Stell dir mal vor, man hört die auf voller Lautstärke. Messi? Ey, ey, was sind das? Ich krieg immer die behindertsten Edits zugeschickt. Messi, wie er mit seinem Arsch wackelt, Digga, lass ihn noch aufwärmen, der Arme. Zeig mir ein schönes Tor. Wer hat noch das Tor der Woche? Oh! Oh, Doppelpfosten. Und dann noch irgendwie reingeschmuggelt das Tor. Ei, ich lass euch entscheiden, was das Tor der Woche war. Entweder das hier. Oh, oh. Oder das, was wir jetzt gerade gesehen haben. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wow, was? Ey, das ist ein schönes Bild und so, aber das ist einfach ein Hate-Bild. Willst du mich verarschen? I love Mina, / Götze. Das war's mit dem Video, nein. Selbst meine Community malt sowas für mich, um mich abzufacken. Malt doch was Schönes, dass ich mich freue. Nein, ohne Spaß, jetzt bin ich traurig. Nein, das war's.